Ja, hallo, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, Thema heute ist einmal Umgang mit, ja, mach mal jetzt bei dem Thema gar nicht sagen, aber sagen wir mal toxischen Elternteilen. Und Thema ist auch, muss ich gerade nochmal reingucken, was hatten wir noch? Ja, kann ich so die Rollen wechseln in Beziehungen? Ja, bleibt dran. Gut, hatte ja schon im letzten Video gesagt, gibt da so neue Formate für mich, mir persönlich. Liebeship Live-Tag in Zürich und in Wien. Und meldet euch ganz schön an, dass ihr noch ein Ticket kriegt für die nächste Liebeship-Party. Die ist nämlich in Berlin als Frühlingsparty im März. Gut, hallo Christian, auf ein neues. Ich habe dir bereits geschrieben, es ging um meine toxische Beziehung, aus der ich mich nun entfernt habe. Mir wurde nun bewusst, dass wir eine schlechte Beziehungsdynamik hatten. Er war offensichtlich bindungsängstlich. Anfangs wollte ich Nähe und er wich in vielen Punkten aus. Gegen Ende habe ich mich so geschützt, dass ich nach jeder Kaltphase seinerseits Abstand gesucht habe. Ja, das ist ja auch gesund. Das hat dann zu einem Rollentausch geführt und er war plötzlich der Verlustängstler. Ja, meine erste Frage: Können sich auch innerhalb der Beziehung die Rollen immer wieder tauschen? Ja, absolut. Also, was sich, glaube ich, selten tauscht in einer Beziehung, ist sozusagen dieses Muster davon, dass einer vielleicht eher so im Co-Abhängigen ist und einer eher so im Egozentrischen. Das tauscht sich in einer Beziehung nicht so leicht, aber tauscht sich durchaus zwischen Beziehungen, auch wenn man das nicht wahrhaben will. Und innerhalb einer Beziehung kann sich ganz leicht, also auch jemand, der, also die sind ja beide Pole, sind ja, habe ich auch schon in vielen anderen Videos gesagt, sind ja auf eine Art liebessüchtig, auf eine verschiedene Art, aber der Minuspol ja auch. Und ja, und wenn du dann cool da deinen Abstand suchst, dann ja, das dann, ja, das ist völlig normal. Also ist ganz viele Minuspole geraten in mega Verlustangst, wenn dann plötzlich niemand Neues da ist. Und ja, es kann ja bis zu Stalking gehen und ich weiß nicht was. Ja, also absolut, ja, ist möglich. Und wir haben ja auch beide, kann ich mir immer wieder sagen, Täter- und Opferanteile in uns. Auch wenn man das auch nicht wahrhaben will, ist so. Und das ist auch, ist viel leichter, die Opferanteile zu spüren. Ja, und als die Täteranteile ist manchmal, ist halt schwieriger, ne? Aber sind auch da. Wird ja auch thematisiert in meinem Pro-Kurs, wer sich dafür interessiert. Genau. So, zudem ist mir jetzt halt aufgefallen, dass ich in diese Bindungsspirale gerate, weil meine Mutter mir nie wirklich Sicherheit geben konnte. Sie ist Alkoholikerin, manipulativ und zudem eine Fahne im Wind. Ja, das ist ja so die typische Biografie dann so im Pluspol, in der Co-Abhängigkeit. Was, ja. Ja, ist gut, dass du das erkennst. Trotzdem, bastel dir nicht, also guck dir nochmal dieses Video an, was ich neulich mal gemacht habe, häng nicht so viel in der Vergangenheit rum, bastel dir jetzt nicht so eine Story, dass du gar nicht anders kannst oder. Du kannst alles, du bist ein wunderbares Erdenwesen hier und du kannst alles Mögliche ändern in deinem Leben. Ne? Also red dir das jetzt nicht ein, dass das jetzt alles fucked up ist und nie kannst du gute Beziehungen führen oder so. Nee, es ist nicht so. Ne? Ich wusste nie, welches Gesicht sie mir als nächstes zeigt. Ich habe versucht, ihr bereits als Kind zu helfen, allerdings hat sie mich abgewertet und meinen Bruder idealisiert. Ja, ist ja auch nice, ne? Aber das ist beides nicht gesund übrigens, ne? Also auch nicht gut für jemand, für ein Kind, wenn es immer idealisiert wird. Ne? Können wir jetzt drüber fantasieren, was dein Bruder wohl für eine Ausrichtung hat? Das war die Geburtsstunde für meinen Kampf nach Anerkennung, für meine extreme Empfindlichkeit bezüglich Stimmung. Ich bin ein extrem feinfühliger Mensch und bemerke oft Stimmung und Gefühle anderer. War vermutlich mein Überlebensmodus, beziehungsweise ist heute mein Schutzmechanismus. Ja, da fließt jetzt diese ganzen Erkenntnisse in dich ein. Großartig. Meine Mutter und ich haben heutzutage ein recht gutes Verhältnis, jedoch erwarte ich auch nicht viel von ihr und muss auch viel schlucken. Je nachdem, wie sie mich gerade sieht. Ja, du solltest gar nichts mehr schlucken. Also das, also macht da keine Ausnahmen. Also wenn du sie dich scheiße behandelt, dann gehst du eben oder legst einen Hörer auf oder sagst, nein, ich möchte nicht so reden und, ne. Also, nur weil sie deine Mutter ist, heißt nicht, dass du Mist auch heute nicht, auch wenn es seltener ist, kommunikativen Missbrauch erfahren musst. So, ne? Zweite Frage: Wie geht man mit solchen Elternteilen im Erwachsenenalter um? Ja,
Gut, ich meine, das kann man jetzt nur so ganz allgemein mal andeuten. Das muss man gegebenenfalls dann mal im Detail besprechen, wenn man da ran will. Also natürlich, wenn wir vielleicht sehr egozentrische Menschen daten, dann gibt es unter Umständen, also oft ist es Sucht, aber oft ist es auch, dass ein Elternteil sehr egoistisch ist, ne? Und ja, bis hin zu vielleicht narzisstisch, das kann natürlich gut sein. Und ja, also ich habe schon Klienten gehabt, die haben Kontakt komplett abgebrochen, weil letztlich, wenn man immer wieder auch als Erwachsener irgendwo ja, emotional, kommunikativ missbraucht wird und benutzt wird und einem wehgetan wird, irgendwann muss man dann einfach mal sagen, es geht nicht so, ne? Aber das ist ein Extrem, das muss auch überhaupt nicht immer sein und natürlich ist bei Eltern die Schwelle viel höher. Aber ich denke, für dich wäre es jetzt wichtig, immer wieder zu gucken, möchte ich jetzt gerade, also, ja, dass du sozusagen nur mit ihr interagierst und also, dass du nur das tust, was dir gut tut und sobald sie dir nicht gut tut, dann wird eben an dem Tag nicht kommuniziert, auch wenn dann ihr Ego im Eck springt irgendwie, dann sagst du, nee, du kannst dich wieder melden, wenn du mich besser behandelst, so, ne? Also, das gilt leider auch für Familie, also alle Arten von Familie auch. Wird theoretisch auch gelten, wenn man erwachsene Kinder hat, die einen nicht gut behandeln. Also, das ist die Schwelle natürlich noch höher. Aber das ist immer das Problem. Ich frage immer wieder Leute, was ist, wenn ich mit so einem Menschen Kinder habe? Was, wenn das ein Elternteil ist? Was, wenn das Onkel, Tante? Letztlich gilt immer das Gleiche, ne? Nur muss man das natürlich irgendwo anpassen und also wenn man dann sozusagen biologische Verwandtheitsbeziehungen hat, das ist natürlich alles viel schwieriger, das ist natürlich überhaupt keine Frage, aber die toxische Beziehungsebene interessiert nicht, wer das ist. Das ist immer leider die gleiche Dynamik. Und man wendet die gleichen Tools an, nur eben angepasst tatsächlich oder achtsam auf die jeweilige Situation. Ja, soweit. Denkt noch, wenn ihr euch noch den spirituellen Nice Geiles Leben Kurs günstiger sichern wollt, findet ihr ihn auf meiner Homepage auch auf liebeschiff.de, wie auch für meine eventuell neuen Zuschauer, alle anderen Kurse rund um Bindungsangst, Verlustangst, toxisches Beuteschema, grässlichen Liebeskummer und all diese wunderbaren, schönen Dinge. Genau, habe ich sonst noch irgendwas, was wichtig wäre? Naja, wir sehen uns ja bald wieder. Ciao.